Ja, moin liebe Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge City Skylines und meiner Rubrik Wie baue ich? Und heute möchte ich euch mal sehr gerne zeigen, wie baue ich mein Transportnetz weiter aus. Wir haben ja schon mal eine Folge gemacht, da ging es um das Bus- und das Taxi-Depot. Und in der heutigen Folge zeige ich euch mal die doch sehr wertvolle U-Bahn-Station. Man kann sie wirklich nur empfehlen. Es ist eine top unterirdische Verbindung von Ort zu Ort, von Stadt zu Stadt, von Stadt in Industrie, ohne viel kaputt zu machen. Ich finde, U-Bahn-Stationen haben es echt. Sie haben zwar auch gut im Geld, allein die Station kostet 15.000 Euro. Und dazu kommt ja noch der Straßentunnel, der U-Bahn-Tunnel, der 100 Euro pro Zelle kostet. Ne, die Linien sind wie immer umsonst, aber ich finde es einfach richtig geil, eine U-Bahn-Station zu haben. Sie führt überall hin, man kann alles machen, was man will. Und ich bin mir sicher, man braucht es auf jeden Fall. Guck mal, wir haben hier 1300 Bürger, die den Bus benutzen. Und ja, wir müssten einfach noch ein bisschen mehr Verkehrsaufkommen hier reduzieren. Das heißt, wir machen auch noch ein paar U-Bahn-Stationen. So, ihr geht dafür ganz normal auf die U-Bahn-Station. Habt ihr Baukosten, wie gesagt, von 1500. Wie ihr schon seht, man kann sie nicht in die Walachei setzen. Sie muss an einer Straße anbinden, damit die Leute natürlich auch in diese U-Bahn-Station rein können. Die können ja schlecht mitten in der Walachei plötzlich in die U-Bahn-Station gehen. Ihr könnt natürlich einen kleinen Gehweg bauen und dann daran anschließen. Aber ich empfehle euch einfach direkt an die Straßen. Sie nimmt auch nur dieses kleine Feld ab, also sie nimmt nicht die komplette, guck mal, ich kann das mal euch zeigen, sie braucht nicht das komplette, sie braucht nur diese kleine U-Bahn-Station, diesen kleinen U-Bahn-Station-Eingang. Ne, sie braucht nicht die komplette Länge, das heißt, ihr würdet gar nicht viel kaputt machen. Guck mal, wir könnten das zum Beispiel hier auf die Ecke machen, da geht nichts bei kaputt, und dann kommt eine U-Bahn-Station hin. So, ich empfehle euch erstmal natürlich ein paar U-Bahn-Stationen zu platzieren, von da aus könnt ihr dann eure Linien bauen. Das heißt, wir haben jetzt da eine U-Bahn-Station, dann gehen wir jetzt mal hier in unsere kleine Stadt, da kann man ruhig ein Häuschen für weg. Da kommt eine U-Bahn-Station hin. Dann machen wir hier auf die Ecke noch eine U-Bahn-Station. Dann gehen wir mal in unser forst- und landwirtschaftliches Gebiet hinein. Das heißt, die Landwirtschaft kriegt eine U-Bahn-Station, die Forstwirtschaft kriegt eine U-Bahn-Station, unser weiteres kleines Baugebiet kriegt eine kleine U-Bahn-Station und natürlich ganz wichtig, unser Industriegebiet bekommt eine U-Bahn-Station. So, wie man sieht, hier ist noch Platz. Das heißt, wir können die da wunderbar hinsetzen. So, jetzt habt ihr eure Station. Jetzt geht ihr ganz einfach hin, hier zu U-Bahn-Tunnel. Dann wird euch schon wieder angezeigt, die Station. Und jetzt müsst ihr einfach nur verbinden. Ihr könnt natürlich wieder die gerade bauen, die gebogene oder die freie Form wählen. Ich empfehle euch die freie Form. Sieht ein bisschen komisch aus. Ihr geht jetzt zu der Station, setzt an eine Ecke hin. Ja, und zieht jetzt einfach, oh, nein, so, zieht jetzt einfach mal durch eure City eure Wege. Das heißt, ihr geht jetzt mal hier lang und dann, ach ja, komm, wir können ja hier dran anbinden, das ist doch ganz cool. Könnten aber dann auch hingehen und sagen, okay, nein, aber von hier soll die bitte noch wegdriften und hier weitergehen. Das heißt, wir können sie dann hier runterziehen, hier ein bisschen kurvig rum. Und können sagen, okay, du gehst jetzt noch an die Mittelstation. Wir können aber auch direkt sagen, ach nee, komm, wir machen hier noch eine Verzweigung hin und gehen wieder an die Station zurück. Und so führt das jetzt einfach weiter. Das heißt, wir gehen jetzt hier oben an die Station, können jetzt sagen, okay, wir gehen hier noch durch die Ortschaft und bauen einen direkten Weg, natürlich auch durchs Wasser möglich, das ist natürlich klar, hier rüber in unser Forstgebiet, in unser Landwirtschaftsgebiet. Das heißt, hier kommt eine schöne Kurve, zack, da dran. Und von hier aus geht es dann jetzt direkt weiter. Wir wollen natürlich vom landwirtschaftlichen Gebiet dann vielleicht auch in unser Forstgebiet hinein. Ihr könnt hier eigentlich ziemlich steil bauen. Also das ist für eine U-Bahn, das kennt ihr ja sicherlich von der Realität, gar kein Problem, auch mal steilere Kurven zu nehmen. Das knirscht dann immer so schön. Das klingt immer ganz lustig, muss man sagen. So. Habt ihr die Anbindung? Habt ihr die Anbindung? Man kann jetzt aber auch sagen, okay, komm, für die Leute, die vielleicht nicht in das Gebiet rein wollen, den geben wir. Ah, Moment, Moment, ich habe falsch angesetzt. So. Den geben wir die Möglichkeit. Ah, Moment. Ah, ich komme gerade nicht. Okay, ich komme gerade nicht durch den Berg hoch. Das ist natürlich jetzt Panne. Warum komme ich den Berg da nicht hoch? Da gibt es natürlich auch die kleinen Blockagen, aber das müsstet ihr ja eigentlich kennen. Es ist nicht unendlich möglich, hier zu bauen. Moment, dann setzen wir einfach mal. Setzen wir einfach hier an. So. Wir gehen jetzt hier an der Seite entlang.
Moment, nicht so steil. So. Wunderbar. Und können dann jetzt von hier aus sagen, so, jetzt geht's von hier in unser kleines neues Baugebiet hinein. Können jetzt aber auch nochmal sagen, okay, komm, wir müssen hier noch eine Direktverbindung schaffen. Und zwar, wenn die hier lang fahren. Komm, wir machen auch eine Direktverbindung direkt wieder in die City hinein. Dass die natürlich da auch weiterfahren können. Die sollen ja nicht einmal quer über die Insel fahren müssen, nur um zum Beispiel ins Industriegebiet zu kommen. Das heißt, wir verbinden hier. Jetzt müssen wir hier noch verbinden. Da können wir ja dann zum Beispiel sagen, so, wir gehen mal hier rüber und verbinden mit dem Kanal. So, jetzt gucken wir hier hinten noch. Hier stellen wir eine Verbindung zu dem Kanal her. Und somit habt ihr quasi schon ein perfektes Netz gebaut, wo alles miteinander verbunden ist. Kostet ein Heidengeld. Ich glaube, wir haben schon 200.000 ausgegeben. Jetzt geht ihr hier auf die U-Bahn-Linien, auf das U-Bahn-Linie-Werkzeug. Das ist wie bei den Bussen, diese Buslinie. Könnt ihr hier jetzt durch diese U-Bahn-Linie-Werkzeug die U-Bahn-Linien bestimmen. Das heißt, ihr geht jetzt hier zu einer Station, da steht dann schon neue Linien hinzufügen. Einmal X. Fahrt jetzt hier mal die Strecke lang und sagt euch jetzt, okay, die können jetzt vom Industriegebiet in unser erstes Wohngebiet hinein, zack, hinsetzen. Seht ihr, da kommen schon die ersten Smileys. Dann könnt ihr sagen, okay, komm, die sollen von dem Wohngebiet auch wirklich bis hier runterfahren können, zur Arbeit. Dann können die von hier direkt ins Forstgebiet noch weiterfahren, zur Arbeit. So, und dann könnt ihr jetzt quasi wieder sagen, okay, dann gehen wir jetzt hier hoch. Die sollen jetzt hier, guck, jetzt fahren die nämlich hier rum. Das geht, das ist gar kein Problem. Das sind die Verzweigungen, die einfach funktionieren, dass ihr jetzt hier das Baugebiet, in das Wohngebiet rein könnt und könnt hier wieder ans Industriegebiet anschließen. Schon habt ihr eure erste Linie und man hört im Hintergrund die Leute schon jubeln. So, jetzt könnt ihr nämlich hier hingehen, nächste Linie. Die hat hier eine Verbindung. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Komm, jetzt schicken wir die von hier nach da, falls die was essen gehen wollen oder so. Ne? Ist ja auch eine Möglichkeit, dass sie nur was essen wollen. Deswegen können sie direkt vom Gewerbegebiet wieder ins Industriegebiet hineinfahren. Nehmen aber jetzt hier die Abkürzung über unseren Megapark. Und ja, machen hier noch einen kleinen Weg durch Thermiforce durch. Und natürlich dann auch durch Johnny Accra durch. Und fahren dann jetzt hier wieder hoch, 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 hoch. Können die Station natürlich überspringen. Also da muss keiner anhalten. Da sind wir nicht zu verpflichtet. Die Station können wir auch sehr gerne überspringen und einfach sagen, nee, da ist jetzt nichts, da möchte ich nichts bauen und binden einfach direkt wieder dran an. Können wir auch machen. So, wo machen wir am besten noch eine Verbindung? Ich gucke mal jetzt, ja, machen wir hier von Thermiforst noch eine Verbindung in Richtung Megapark. Also Thermi, Moment, das war jetzt falsch. So. Moment. So. Vom Megapark aus. In Richtung Wohngebiet. In Richtung Industriegebiet. Und vom Industriegebiet die schnelle Strecke nochmal durchs neue, kleinere Wohngebiet. Wieder zum Megapark zurück. Ihr seht, da kommen überall die Smileys, wo die Haltestationen sind. Und somit habt ihr jetzt tatsächlich U-Bahn-Linien gebaut. Es geht wirklich rucki zucki. Okay, eine ist noch nicht angebunden. So. Weg ist sie. So. Somit habt ihr jetzt hier eure U-Bahn-Linie. Und jetzt könnt ihr mal gucken, das sieht eigentlich nach nichts Besonderem aus. Es ist einfach nur ein kleines Quadrat, da ist ein Eingang, da können die Leute jetzt reinlaufen und die U-Bahn nutzen, die ab sofort fahren wird. Wenn ihr jetzt hier wieder auf Transport geht und U-Bahn-Linien seht, dann seht ihr, mal gucken, ob wir es gerade zufällig finden, die ersten schon unterwegs sind. Nee, noch. Noch sehe ich nicht. Ihr könnt nämlich sehen, wo sich die U-Bahn gerade befindet. Das sind so weiße Striche. Sieht man aber gar nicht. Ihr habt natürlich kein U-Bahn-Depot, ne? Also ihr könnt nirgendwo sehen, wo die U-Bahn rauskommt oder so. Also man wird sie nie zu Gesicht bekommen. Das ist halt nicht wie bei einem Bus, dass es dann heißt so, ja, ich sehe jetzt, wo mein Bus ist.
Das funktioniert leider nicht. Ist aber auch klar, ne? Wer kriegt schon eine U-Bahn zu Gesicht, wenn er ein normaler Bürger ist? Außer er geht in die U-Bahn-Linie hinein. Aber ich finde es geil, dass es auf jeden Fall U-Bahn gibt. So, machen wir nochmal kurz eine. Ja, und das ist das Ganze. Das ist das ganze Prozedere, was eine U-Bahn... Da ist sie! Da ist sie! Da wird sie gerade angezeigt. Das hier ist die U-Bahn. Sie besteht aus 2, 4, 6 Waggons. Und die fährt jetzt hier einmal quer durch die Stadt. Vor allem ziemlich schnell. Das ist halt das Geile an der U-Bahn-Linie, ne? Ihr seid natürlich wesentlich schneller unterwegs als mit dem normalen Verkehrswesen. Es geht auf jeden Fall viel, viel schneller. Die Bürger freuen sich drüber. Wir entlasten ein bisschen. Da kommt schon die nächste. Das sah jetzt gerade lustig aus. Vom, die verschwindet irgendwann. Okay. Ach, okay. Ah, okay, okay. Die ist gar nicht so grafisch dargestellt. Guck mal, wie ihr seht, die wird gar nicht komplett angezeigt. Guck, die verschwindet irgendwann. Man muss ziemlich nah dran sein. Guck, da kam nämlich schon die nächste. Und es funktioniert. Vor allem, das Geile ist, an U-Bahn könnt ihr sogar in die Tiefe bauen. Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier sagt, ich mach mal ganz kurz das Beispiel. Ach ja, hier soll noch eine Abzweigung hinkommen. Das soll aber da hinten hin. Also so verbunden werden. Deswegen geht das jetzt nicht, weil die im Weg ist. Dann drückt ihr einfach das Steuerkreuz nach unten. Nochmal nach unten. Und dann seid ihr in der Tiefe. Ihr seht, der geht in die Tiefe. Dreimal. So, das ist gerade 1, 2. Zweimal. Okay, zweimal. So, und somit seid ihr drunter. Ihr könnt natürlich auch sagen, okay, so, jetzt mal Abend. Jetzt gehen wir eine Stufe runter. Oh, wir kommen schon drunter her. Wir können natürlich noch eine Stufe runter. Und uns dann wieder eine Stufe hochholen. Und noch eine Stufe hochholen. Und schon haben wir dran angebunden. Also ihr könnt auch in die Tiefe. Natürlich nicht in die Höhe. Die U-Bahn kann leider nicht aus dem Straßennetz herauskommen. Das finde ich persönlich sehr schade. Weil ihr kennt ja U-Bahn-Stationen, die auch überirdisch verlaufen über die Straßen. Das gibt es auch. Ist hier aber leider jetzt nicht möglich. Dafür müssten wir dann quasi unser Bahnhof nehmen. Also unser Schienennetz oberirdisch. Kommt aber in der nächsten Folge, liebe Leute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen mit diesem wunderschönen Bau der U-Bahn-Linie. Und wir werden spätestens in der nächsten Folge sehen, dass da dann die Bürger in dem grünen Bereich, grün ist nämlich die U-Bahn, auch nicht mehr 0 steht, sondern vielleicht schon mal 50, 100, vielleicht auch 200, dass wir einfach mal die Busse ein bisschen entlasten und vor allem den allgemeinen Verkehrsraum ein bisschen angenehmer machen, ne? So, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Däumchen von euch mega freuen. Auch sehr gerne ein Abo da lassen, für die es noch nicht getan haben. Ich freue mich schon auf den nächsten Livestream. Ich hoffe, wir sehen uns da wieder. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Finde ich echt klasse von euch. Wir gehen weiter. Road to 4K ist angedacht. Bis dahin sage ich Tüdelü und tschüss.